Skoda ist immer so ein bisschen bieder, ein bisschen langweilig und jetzt... Und da geht die Funkibilität weiter. Aufgepasst. Scala bedeutet auf Latein Treppe oder Leiter. Und daher ist heute die Frage bei diesem Video, ist der neue Scala bereit, auf die Ebene des Golfes hinaufzusteigen? Oder auf die Treppe zumindest, ich will nicht sagen herabsteigen, aber auf die Ebene zu steigen, die ein wirklicher Volkswagen auch bisher immer bedient hat. Ganz genau. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Fahrdoch mit dem neuen Skoda Scala in der Style-Variante. Und zwar mit dem 1.5 TSI mit 150 PS und 7-Gang DSG. Und ganz ehrlich, Freunde, wir haben uns beide auf den Wagen gefreut, sowohl weil wir wissen wollten, wie fährt er sich denn so, und ich finde, er sieht einfach total funky aus. Ich wollte gerade sagen, für mich war das, also die größte Begehrlichkeit des Scala wirklich das Design. Mhm, also weil der mir gefällt, der mir richtig gut. Wir wissen, du bist ja nicht so der Fan gewesen von dem Vorgänger vom Rapid, ne? Erzähl doch mal. Ich wollte gerade sagen, weil nämlich der Scala ja vorher der Rapid Spaceback war. Und der Rapid Spaceback hatte auch hinten dieses Glasdach und so. Ja. Aber er war designmäßig, größenmäßig, proportional. Also mir hat der Wagen überhaupt nicht gefallen. Ja. Und ich habe ihn auch wirklich nicht, wie soll ich sagen, von der Größe her auch in die Golfklasse irgendwie gehievt gesehen, sondern ich habe ihn eher immer in der Polo-Klasse so als etwas anderer Polo-Kombi. Ja. Und jetzt mit dem Scala und dem Design, finde ich, hat der jetzt wirklich einen Riesensprung gemacht, und Rapid Spaceback klang auch immer irgendwie komisch. Ich fand den total unauffällig, den Rapid Spaceback hast du eigentlich nie mitbekommen. Und jetzt, ne, der wurde angeliefert und dachte mir so, oh, okay. Gerade eben fuhr der Dion hinter mir. Guck dich in den Rückspiegel. Uiuiui. Also das finde ich echt gut. Ja. Also allein, dass man schon nur durch Optik und andere Namen einen Wagen auch schon sofort in eine andere Klasse schiebt. Und so viel spannender auch, weil Skoda ist immer so ein bisschen bieder, ein bisschen langweilig und jetzt aufregend, vor allem auch das Thema, dieses Vision RS Konzept, das sah super geil aus. Also wenn die Autos so in Zukunft aussehen würden, du Halleluja. Nein, also das ist, also auch, gehen wir mal noch mal kurz zum Design. Also was ich total mag, sind diese Leuchten, diese scharf gezeichnete, dann gehen links und rechts noch die Nebelscheinwerfer unten rein, also die ganze Maske, das wirkt schon fast aggressiv, also wirklich, also jetzt nicht böse, aber positiv aggressiv. Ja. Auch die Seitenlinie, auch beim Rapid Spaceback, da wusste ich nie so richtig, ist es jetzt ein Kombi, ist es ein, ist es ein Golf, was ist das? Twitter. Jetzt wirkt der wirklich, also der hat das super gemacht und auch die Seitenlinie auch, wir haben ja nur 17 Zölle, auch proportional finde ich den Wagen unheimlich gut gemacht, dass selbst nur 17 Zöller richtig, jetzt nicht fett, aber groß aussehen. Ja, und vor allem auch stimmig. Also mir persönlich gefallen sie jetzt nicht. Das ist natürlich Geschmackssache. Mir schon. Aber ich finde, die passen vollkommen bei den Wagen. Genau. Ja. Und dann zum Heck und dann auch nochmal diese Kante hinten drin, dann auch in den Gläsern dieses, wie auch schon beim Skoda Kodiaq, dieses Kristallglasverschnitt da drin und so. Also selten ein Auto gesehen, das wirklich mir auch von allen Seiten, vorne, hinten im Profil, proportional immer gut gefällt. Genau. Auf jeden Fall, wenn wir dann jetzt hier auch in den Innenraum wechseln und da geht die Funkibilität weiter. Funkibilität. Das ist geil, ne? Weil das sieht stark aus. Ja. Also auch, ne, typisch Skoda eigentlich so ein bisschen das Biedere, aber hier, bam, boom, chuck, sportlich geschnitten, sieht gut aus. Ich finde das immer so herrlich. Früher, also vor vielen Jahren, ne, haben sich alle Hersteller bemüht, dass Navis in das Dashboard integriert wird. Ne? Ja. Da, selbst bei einer Giulia, wo das ausklappbare Navi war, wurde dann mit dem Facelift wieder integriert. Auf einmal sind freistehende Dinger wieder total in... Also ich finde es auch gut. Integriert. Aber aber ich finde es krass, wie sich Designgeschmack über innerhalb von 5 Jahren komplett wieder ändert. Ja. Das sieht gut aus. Also es ist, du hast auch was fürs Auge. Ja. Also ich bin auch ein mega Fan. Du sagst es,
Autos, du drehst dich schon um. Mega Fan von den Sitzen. Die sehen ja total sexy aus. Ne? Also vom Innenraum sind wir wirklich gut dabei. Gut, wir haben jetzt ja auch hier nicht volle Hütte, muss man sagen. Wir haben jetzt zum Beispiel das Navi nicht drin und kein digitales Cockpit. Im Moment kann man das digitale Cockpit nur in Kombination mit dem Navi bestellen. In Zukunft, kleiner Geheimtipp an euch, kann man das digitale Cockpit für 460 Euro auch noch einzeln bestellen. Ab Ambition der mittleren Ausstattung. Genau. So, wir haben schon ein bisschen jetzt hier den Innenraum gemacht. Da würde ich mal gleich die Chance nutzen, auch mal das Platzangebot anzugucken. Und zwar haben wir auch hier so typisch Skoda, finde ich, extrem viel Platz. Wir haben ja hier die MQB A0 Plattform, aber in der längsten Variante, das ist A1 und auch Polo. Ich weiß, Wahnsinn, ja, ja. Oder? Aber mit einem Kofferraumvolumen von 467 Liter und wenn man die Sitze dann umklappt, sind wir bei 1410 Liter. Und wenn wir jetzt mal, den wir ja am Anfang zum Vergleiche gezogen haben, mhm, oder grundsätzlich uns auch die Frage gestellt haben, ist das nicht eigentlich der Volkswagen, sprich der neue Golf? Der ist zwar 10 cm kürzer, aber im Radstand auch nur 1 cm auch nur kürzer. Ne? Mhm, also genau. So, und der wiederum hat ein Kofferraumvolumen von nur 380 normal, mhm, umgeklappt 1270. Also sind es normal 100, umgeklappt fast 200 Liter genau mehr. Klar, 10 cm sind 10 cm, oh, aber puh. Mhm. Und ich fand beim Golf, also vor allem auch beim Sima, dieses normale Kofferraumvolumen nie wirklich groß. Ja. Also ich fand immer, diesen Kofferraum hast du immer sofort voll gehabt. Ja, genau. Und hier ist es echt angenehm. Ne? Wir haben ja wirklich viel Equipment jetzt dabei. Koffer, Kamerakoffer, kleine Kofferchen und so weiter, Stative und so weiter. Also es ist echt okay. Alles und, weg. Genau. Das, ja, und genau, hier auf der Rückbank liegt nichts. Auch gleich das Thema Rückbank. Ich kann da super sitzen, ne? Nicht mit 1,80. Ich finde auch, dass die Schräglage der Sitze auch sehr angenehm, mhm, ist. Weil bei vielen anderen Fahrzeugen, ja, ist sie sehr steil. Ich kann da super sitzen. Einzig alleine dadurch, dass wir dieses mega fette Panoramadach haben, ist es natürlich von den Kopfverhältnissen nicht allzu gut. Es sieht super aus. Also jedes Mal auch wirklich dieses in einem durchgängig, ohne so eine Querschiene. Gut, man kann es dafür nicht aufmachen. Aber ich weiß, da gibt es auch ganz viele, die sagen, oh, das gefällt mir nicht oder oh, mach weg. Mhm. Oder, ja. Ich finde es unheimlich schön. Also das verleiht dem Wagen so eine, ja, auch nochmal so eine, oh, so eine Leichtigkeit. Ja, und so ein ganz erfrischendes Raumgefühl. Ja. Okay, gut. So, jetzt haben wir viel über Aussehen und Praktikabilität gesprochen. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt schauen wir uns auch mal das Fahrgefühl an. Ne? Richtig. Wir haben ja diesen 1,5 Liter rein Vierzylinder TSI Motor drin mit 150 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment. Und das Ganze geht dann in 8,2 Sekunden auf 100 und bis zu einer Vmax von 219. Allerdings, wenn ihr den Schalter nehmt, dann schafft man wie viel? 220. Aber ich muss euch sagen, Freunde, und das schon mal vorweggenommen, der Bock geht richtig gut und ich hatte Anschlag 240 auf der Uhr. Jo. Auch, was man nicht vergessen darf. Ich weiß, es ist eigentlich keine Größe, keine mathematische Größe oder physikalische Größe für die Höchstgeschwindigkeit. Der Wagen ist mit 1255 Kilo mit Fahrer wirklich überraschend leicht. Jo. Das ist eigentlich Polo-Klasse. Und dadurch hat der Wagen einfach unheimlich schönes Ansprechverhalten, unheimlich viel Schub und muss nicht mit diesem viel Gewicht rumkämpfen. Ja, eben, und das genau merkst du in jeder Lebenslage. Mhm. Na, dazu muss natürlich dann auch der CW-Wert stimmen. Auf alle Fälle, lange Rede, kurze. 240, Freunde, ist richtig, richtig, mhm, zügig. Mhm. Und ich hatte einen Skoda Octavia RS vor mir und es muss der Diesel gewesen sein. Auf alle Fälle, er ist keinen Meter von mir weggekommen. Ja. Und das ist wirklich amtlich. Ja. Wir haben ja hier auch die schönen Fahrmodis, mhm, und in die gehen wir doch jetzt mal. Ja. Wir haben Eco, Normal und Sport. Ich hätte es mir eher gewünscht, dass wir anstatt Normal Komfort haben. Mit Normal kann ich gar nichts anfangen. Ja. Letzten Endes ist es das auch. Ja. Da wir jetzt aber hier gerade mal auf der Autobahn sind, gehen wir doch mal in Sport, ja, und laden mal durch. Es geht jetzt Hügel hoch, aber du merkst, selbst Hügel hoch, jetzt, ja, haben wir schon die 160. Ja, ja. Wir haben auch noch ein bisschen Gepäck dabei. Wir haben richtig Gepäck drin und es geht wirklich Hügel hoch, 180. Na ja. Also es geht wirklich dahin und du kannst dir jetzt gleich vorstellen, jo, was Sache ist, wenn wir Hügel runterfahren. Da kommt jetzt gleich die Kuppe. Ja. Ich finde, dabei ist er auch noch vom Lärm wirklich, ja, sehr, sehr, sehr in Ordnung. So, ab jetzt geht's Hügel runter und schon stehen die 220 auf der Uhr, Freunde.
Ne? Also das geht in einem Rutsch, geht das hier weiter. 2,30. Und du siehst gleich, haben wir die 2,40 auf dem Zeiger. Boah, also das ist ja der Wahnsinn. Also ich brauche nicht mehr Leistung, ganz ehrlich, mir reicht es. Thema DSG noch? Alles gut? Es ist alles gut, aber es ist nach wie vor, und da werden jetzt viele wieder sagen, hä, wieso? Hä? So richtig warm werde ich mit diesem Getriebe einfach nicht, okay. Weil du musst es nach wie vor, ich gehe mal schnell wieder jetzt mal im Normal, du musst es nach wie vor leicht auf Zug fahren, wo es überhaupt einfach nicht klarkommt, ist, wenn du langsam in der Stadt oder irgendwo vor dich hinrollst und es nicht auf Zug fährt. Und wenn du dann noch in der Geschwindigkeit bist, wo das Getriebe nicht weiß, erster, zweiter, dritter Gang, haut das die Gänge rein, dass dir wirklich wieder nicht übel wird, aber du wirklich denkst, huiuiuiui, deswegen fahre ich den schon nur noch leicht Gas angelegt oder leicht Bremse angelegt und selbst dann merkst du manchmal klöcklonk, wieder einen Gang ein. Das ist jetzt nichts Negatives, aber man merkt, es ist wirklich ein zugkraftfrei schaltendes Getriebe, dass man genauso fahren muss, wie der Wagen auch sagt, nämlich ohne Zugkraft Unterbrechung. Du musst ihn auch genau so fahren. Beim Wandler hast du das nicht. Aber es unterstreicht diese Gemütlichkeit, die der Skoda Scala ausstrahlt, überhaupt nicht. Ne? Ganz ehrlich, also ist es schön, weil du durch den siebten Gang noch mal weniger Drehzahl natürlich in diesem Fahrzeug hast, aber persönliche Entscheidung, klar, seid ihr Vielfahrer, okay, verstehe ich das absolut. Ich wäre aber einer, der würde sich die 1.800 Euro sofort sparen und zum Sechsgang Handschalter greifen. Okay. Lenkung? Typisch VW, um die Mittellage wieder das leicht Heilige. Aber was ich schön finde, und gerade auf der Landstraße, so wie du ein bisschen stärker einlenkst, er macht es sehr schön. Also sehr es ist aktiv, sehr aktiv. Und du kannst es auf der Landstraße auch wirklich zack, zack, zack. ESP regelt erst sehr, sehr, sehr spät. Sehr angenehm. Und ich finde, das ist auch so diese zwei Seiten des Skalas. Also auf der einen Seite diese sportliche, wenn man das auch mit dem Sportfahrwerk und sowas und macht, dem Aussehen, und dem Motor und so. Und auf der anderen Seite, gerade mit der DSG-Variante jetzt aber wiederum, kann er auch unheimlich diesen Autobahn... Also das ist wirklich ein extrem angenehmes Reiseauto. Ja, ganz und, genau. Und du schaffst wirklich mit einer Tankfüllung... Ich glaube 50 Liter schaffst du auch locker, habe ich Berlin, München, Berlin in einem Rutsch geschafft mit 140, ein bisschen drüber auch mal und dann bist du immer noch mit einem Vierteltank angekommen. Ja. Super. Du hast es perfekt gemacht, weil genau diese Überleitung zur Gemütlichkeit und zum Verbrauch wollte ich machen. Danke, Dion. Sehr gerne. Genau. Kann ich doch schnell ein Wort zum Verbrauch verlieren? Ja, gerne. Leg und los. Zwar, ich bin ihn im Schnitt so mit 140 gefahren, dann ist er so bei 6 bis 6,5, fährst du zwischen 40 und 160, ist er zwischen 6 und 7. Es ist aber auch überhaupt kein Problem, diesen Wagen mit einer 5 vorne zu fahren. Und das finde ich wieder im Anbetracht dessen, was er alles bietet, was er alles kann, wie er sich gibt, super. Ja. Und damit ist er gar nicht so weit entfernt, beziehungsweise auch wenn man den Gaswert hebt, sogar fast ein bisschen besser als die Werksangabe. Die ist nämlich... Die ist NEFZ 5 Liter und mit WLTP 6,2. Ja. Also man merkt das auch. Ich sitze hier drin, alles easy. Ne? Super entspanntes Fahren. Und um jetzt auch nochmal so diese anfangs gestellte Frage auch nochmal aufzuwerfen. Also es ist schon ein Auto, du hast Platz. Ja. Motorentechnisch alles in Ordnung. Er ist qualitativ, ist in Ordnung. Man merkt so ein bisschen noch die Abstufung zur VW, aber nur bei Kleinigkeiten, ne? Nur Kleinigkeiten. Auch weil ihr das ja immer sagt, wir wackeln mal hier, da bewegt sich gar nichts. Wir wackeln mal hier, da bewegt sich... Also nur der Türgriff ist so ein bisschen... Ja, aber alles gut. Ja, genau. Und dann würde ich doch mal sagen, kommen wir doch auch in diesem Punkt zu den Preisen. Genau. Denn auch da zeigt er sich...
ein wenig volksnah. Von der sympathischen Seite würde ich mal sagen. Ne? Wir haben ja drei Ausstattungsvarianten hier beim Scala. Wir haben die höchste in der Style-Variante, dann gibt es den Einstieg in der Active, dann die Ambition. Da ist in der Mitte, genau. Und wie die Style. Und der Scala geht dann in der kleinsten Variante bei 17.350 Euro los. Das ist der 1 Liter TSI mit den 95 PS da. Als Active. Als Active, genau. Hier. Der Style mit dem 1,5 Liter rein Vierzylinder geht bei 25.200 Euro los. Dann haben wir hier noch ein paar Shishis eingebaut. Ne? Zum Beispiel, wir haben ACC, wir haben die Rückfahrkamera, wir haben Spurhalteassistent und noch ein paar andere. Genau, Panoramadach, Dankeschön. Dann sind wir bei 35.000 Euro glatt. Ist Geld, wobei ich mir sagen muss, das ist typisch auch so Skoda, dass viele Kleinigkeiten auch dann sich summieren. Ganz ehrlich, ich würde bei weitem nicht so viel Shishi hier reinpacken. Wenn es der Style sein muss, ja okay, dann würde ich noch das Navi dazu nehmen. Genau. Und vielleicht noch... Ich würde noch digitales Cockpit nehmen, weil das sieht so ein bisschen veraltet aus, finde ich. Genau, das wäre dann bei dem Navi, kannst du glaube ich auch im Paket haben, wäre dann auch mit dabei. Mhm. Und dann noch eine Sitzheizung, Radio hast du dann und noch so ein, zwei Kleinigkeiten. Dann bist du immer noch deutlich unter 30.000 Euro, hast aber ein zügiges... schnelles Auto. Genau. Wenn euch das alles viel zu viel ist, es gibt auch die kleineren Motoren mit dem 1 Liter mit 95 und 115 PS, was die Ab-GTI-Maschine ist, oder noch ein Diesel mit 1,6er. So, letzten Endes muss ich aber sagen, finde ich diesen 1,5er mit den 150 PS ein unheimlich rundes Package. Genau, sehr gut. Das ist ein gutes Stichwort, ein rundes Package, weil der Popo ja auch rund ist. Genau. Kommen wir noch ganz kurz zu den Sachen, die mir oder uns nicht so gefallen haben. Ich fange einfach mal an. Mhm. Ich war sehr überrascht, dass die schon die neuen USB-Buchsen haben, was mich dazu genötigt hatte, wieder so einen ganz alten USB über Feuerzeuganzünder zu machen, was mich dann auch gerettet hat. Das gleiche gibt es auch hinten. Ist in Ordnung, ist der Zeit geschuldet. Ja, mein Gott. So, dann so ein bisschen die Funktionalität an sich. Das Dach, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Ich bin immer, dass es hier vorne aufgeht und man sich es einstellen kann. Nein, nein, es geht genau, siehst du, ich habe es wieder falsch, es geht von so nach hinten. Und, ich finde es interessant, weil mich stört es jetzt nicht so, weil ich... Es stört ich mich hätte... auch nicht, aber es ist genau andersrum, weil ich der Meinung bin, dass es, wenn, also von hinten vorfährt und dann, wenn ich es wieder zurück mache, dass es hier, also dass ich auch den Spalt offen habe, den ich, also es geht, vielleicht bin wahrscheinlich auch nur ich und jeder wird sagen, was ist das für ein Idiot? Und dann die Nummer 3 sind so ein paar Sachen. Die Sitzheizung, die wird einem jetzt wieder nur digital angezeigt. Mhm. Ich hätte es schön gefunden, es gibt auch hier noch diese zwei kleinen Dinger. Ich hätte es schön, dass wie nach wie vor die Lampen hier drin einfach sind. Stimmt, die fehlen. Ich habe erst das gar nicht gesehen, weil das wirklich extrem klein ist. Ja. Und da bin ich auch erstmal gar nicht drauf gekommen. Und dann eine Sache, ich bin immer ein Freund, der gerade was so die wichtigen Funktionen eines Autos angeht, dass man die wirklich mit einem Handgriff hat. Ich wollte die Lüftung, die Lüftungsdüsen, dass sie hier vorne raus und auf mich und unten zu und da oben offen. Gerrit, mach das doch mal bitte. Und jetzt fährst du zum ersten Mal auch dieses Auto. Okay. Genau, ja. So, und wie stellst du jetzt aber die Lüftung ein? So. Hier? Oh, du bist flott. Ah, okay. Du musst jetzt aber noch dran denken, anderer konzentriert sich dabei noch beim ein bisschen Autofahren auf den Verkehr. Ich kann mich ja hier, aber es ist umständlich. Noch eine Frage, Gebläsestärke. Ach, hier mit dem, aber es geht nicht anders, es geht nur hier mit dem Touchscreen. Nervt mich. Also geht, nervt mich. Aber ganz ehrlich, ich war im Verkehr und puh, wenn man es weiß, weiß man. Ja. Aber das sind Sachen, zwei Ebenen zu viel, als wenn man blind das da machen könnte. Genau. Finde ich von der Verkehrssicherheit. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir an diesem Wagen nichts jetzt aufgefallen. Wie gesagt, der Endpreis, den finde ich Schmerzgrenze. Grenze, genau. Würde unter 30 wäre okay. Ja, ne? würde ich dann aber so auch nicht ausstatten. Mhm. Und ansonsten wirklich gut. Also für mich als Fazit, er kommt noch nicht ganz an den Golf ran. Ich muss aber sagen, er ist die Treppe hinaufgestiegen und kommt dem Golf ganz schön nah. Ja, und ist preislich auch wirklich erreichbar. Mhm. Also ist wirklich so ein bisschen mehr. Ja.
wie soll ich sagen, einigen wir uns auf einen neuen Volkswagen, der so ein bisschen sich der Basis wieder angenähert hat. Ja, genau. Und Basis ist auch gut, wie du ja schon erwähntest, der Basispreis geht bei 17.000 und ein paar zerquetschen los. Im Moment ein Golf, gut, der steht kurz vor der Ablöse, geht bei 21 und ein paar zerquetschen los. Ist zwar schon der Motor mit den 115 PS, der 1 Liter Turbo, aber du kriegst im Moment keinen Golf unter 20.000. Ganz genau. Und damit sind wir am Ende von diesem Video hier, Freunde. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Schreibt mal in die Kommentare rein, ist das hier vielleicht ein guter Golfersatz? Wir finden es auf jeden Fall eine runde Sache. Und damit sagen wir Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in einem neuen Video. Liken und abonnieren nicht vergessen, Glocke bimmeln und tu es. Ciao! Bam!